Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ed von netgaming.tv. Wir sind hier wieder bei Vlog am Samstag, der zweiten Folge jetzt. Und ich würde als allererstes gerne mal über die News der letzten Woche sprechen, was da abgegangen ist, was interessant ist. Dann kommt natürlich wieder der Flop der Woche, beziehungsweise Fail der Woche und natürlich auch der Top der Woche. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Nicht, dass ihr euch wundert, ich schaue da halt hin. Ich muss das in meine Notizen lesen. Sekunde, wir fangen an und zwar folgendes. Die folgende News ist ganz interessant für Star Wars Fans. Und zwar gab es mal ein Spiel, was in Entwicklung war, namens Darth Maul. Und jetzt gab es einen Post auf Reddit. Und zwar steht dort, die Entwickler von Redfly Studios haben angeblich die Arbeit an Darth Maul wieder aufgenommen und planen zudem eine Next-Gen-Version. Coole Sache. Für Star Wars-Fans mit Sicherheit eine geile Nummer. So, die nächste News. Und zwar geht es hier um The Incredible Adventures von auf Van Helsing. Und zwar ist jetzt der Release-Termin bekannt für die Final Cut-Version. Das ist halt alle drei Teile in einem Paket. Und zwar erscheint The Incredible Adventures of Van Helsing Final Cut am 6. November 2015. Top, würde ich sagen. Ne? Ist schon mal nicht schlecht. Dann geht es weiter mit einer News von Microsoft. Und zwar sagen die jetzt, sie wollen keine Verkaufszahlen mehr rausrücken von der Xbox One. Frage, wieso? Sind die so schlecht oder sind die so gut? Man weiß es nicht. So viel dazu. Ja, jetzt geht es weiter mit Ark Survival Evolved, das wirklich coole Dino-Spiel. Und zwar jetzt ab den Donnerstag, den Donnerstag, das war ja genau, der 29. Haben sie jetzt ein Halloween-Event eingebaut und zwar gibt es dort Kostüme jetzt, dann gibt es Friedhöfe mit Grabsteinen, Kürbissen und man kann einen speziellen Dodorex killen. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Mal sehen, ob ich das irgendwie nur hinkriege und das euch dann mal präsentieren kann in meinen Ark-Videos. So viel zu Ark. Jetzt kommen wir weiter. Dann eine News, die nicht so prickelnd ist, oder schade ist besser gesagt, und zwar Fallout 4. Bethesda Softworks sagen, dass es definitiv keine Demo davon geben wird. Für die Entwickler ist es nicht möglich, das Spiel für diesen Zweck in eine ansprechende Form zu schneiden, was halt ein bisschen schade ist, finde ich. So, das war diese News. Weiter geht es mit wieder Microsoft. Und zwar sind sie sicher, Rise of the Tomb Raider kann sich gegen Fallout 4 behaupten. Da sage ich gleich noch was dazu. Und zwar Rise of the Tomb Raider und Fallout 4 erscheinen in den USA am selben Tag. Für Microsoft ist das kein Problem. Das Spiel werde sich gegen die Konkurrenz behaupten können. Vor Battlefront und Black Ops 3 hatte man offensichtlich mehr Angst. Ich sage mal abwarten. Das sind bestimmt zwei richtig coole Spiele und ja. Man muss abwarten, ne? Welches besser bei den Fans ankommt. Aber das werden wir dann ja sehen. So, jetzt haben wir noch. Jetzt kommen wir eigentlich schon wieder zu der Sache mit. Ja, mit dem Flop der Woche. Und zwar. Ja, wir haben sogar zweimal Flop der Woche diesmal und nur einen Top der Woche. Und zwar fangen wir an mit den etwas, ja, ich sag mal, kleineren Flop der Woche. Und zwar geht es hier um Batman Arkham Knight. Und zwar haben die das Spiel jetzt ja re-released. Es wurde ja vor einiger Zeit aus dem Handel genommen, weil es ja so verbuggt war und Frame-Einbrüche hatte und so weiter. Aber jetzt haben sie ja 4 Monate daran gearbeitet und siehe da, er scheint immer noch nicht hundertprozentig zu laufen. Hat zwar jetzt einige Optimierungen bekommen, aber jetzt sind zudem noch Probleme mit Windows 10 Usern. Ja, bekannt geworden. Und zwar sollen die jetzt satte 12 GB Arbeitsspeicher einbauen oder beziehungsweise haben. Und auf Windows 7 läuft es mit 8 GB.
Ja, ne, und diverse Frame-Einbrüche werden wohl immer noch gemeldet und so weiter. Also ganz klar, Flop der Woche. Einer der Flop der Woche. So, der nächste Flop der Woche und das, was ich eigentlich extrem scheiße finde, und zwar geht es mal um die Telekom oder Teledoof, wie einige es nennen. Und zwar, Telekom will zusätzliches Geld von Online-Gamern und Startups. Und zwar ist es so, nachdem das EU-Parlament die Netzneutralität im Grunde begraben hat und den Providern Spezialdienste erlaubt, hat Telekom-Chef Tim Höttges schon einmal klargestellt, wie alles zusätzlich zur Kasse gebeten werden soll. Unter anderem auch wir Online-Gamer. Und Leute, die auch streamen und so weiter, das soll alles dann Spezialdienste sein, das soll uns einfach mehr kosten. Ganz klar, da kriegt einer den Rachen nicht voll oder hat mal wieder schlecht geschissen, keine Ahnung. Ganz klar, mega Flop der Woche. So, jetzt kommen wir mal zu einer etwas angenehmeren Nachricht. Und zwar, ja, es gibt doch zwei Tops der Woche, muss man sagen. Als erstes ist es so, Sony PlayStation, die Vierer, hat die Konsole jetzt 29,3 Millionen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 29,3 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert. Das ist absoluter Wahnsinn. Also ganz klar einer Top der Woche. Da hat einer seine Hausaufgaben gemacht. So, der nächste Top der Woche, der zweite kleine. Und zwar ist es, geht es hier auch nochmal um Fallout 4. Und zwar, Spiel ist fertig. PC-Zocker sind im Vorteil. Und zwar darum, Bethesda bestätigt, dass die Entwicklung von Fallout 4 abgeschlossen ist. Schon mal gut. PC-Zocker mit Nvidia-Karte können außerdem grafische Vorteile genießen. Top der Woche. Also alle, die eine Nvidia-Karte haben, werden da Vorteile haben. Finde ich schon mal nicht schlecht. Falls ihr gerade den Hund hört, der hat mal wieder gerade eine Macke. Ja, mich würde jetzt interessieren, ich bin eigentlich mit meinen News soweit durch. Und zwar würde mich jetzt interessieren Folgendes, was haltet ihr jetzt im Flop der Woche mit der Telekom? Findet ihr das in Ordnung, was die jetzt versuchen, die Leute weiter zu schröpfen, sage ich jetzt mal, oder seid ihr da ganz anderer Meinung? Würde mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren mal was dazu sagt. Ja, mich würde eure Meinung da sehr interessieren. So, da könnte man echt mal eine Diskussion drüber starten. Ja, damit wäre ich eigentlich in dem Moment jetzt hier erstmal durch. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bewertung nicht vergessen. Däumchen eventuell. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten bin ich erstmal raus. Macht's gut. Euer Ed von netgaming.tv. Bye bye.